Hey. Boah, die sind voll süß. They predate any known civilization on the continent. They seem to have infused the life energy from trees into their infrastructure, but how? Boah, die sind voll süß, die Kleinen. Hey! Hätte ich gern zu Hause auch solche Dinger. Was passiert, wenn ich den hier antame? Ich glaube, wir müssen mehrere, kann das sein? Mehrere Bäume wieder Energie geben oder zum Leben erwecken. Ja. Da haben wir jetzt zwei von drei. Gut, dann machen wir mal. Jawohl. Boah, geil. Hey, kleiner Mann. Hallo. Oh, wie er aussieht. Guck mal, wie er guckt. Voll süß. So. Ich bin gespannt, wo es weitergeht. Ich lasse mich da sehr überraschen. Was to open the... Use Dreieck to open the... Create... Okay. Ach, hier wahrscheinlich. Pick up a energy upgrade. Oh Gott, was ist das denn? Energy upgrade status. Energy can be created an upgrade. Found a complete... And energy canister. Okay. Alter, wir können unseren ganzen... Anzug noch aufrüsten. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. Ich kann kein Englisch. Ihr kennt meine englischen Kenntnisse. Ich sitze ein bisschen falsch im Bild, glaube ich. Aber man weiß ja nie bei Spielen, wo die Anzeigen sind. Ach so. Okay, wenn wir drei davon gefunden haben, kriegen wir oben links eine Energiezelle quasi mehr. Das ist ja geil. Und ich glaube nicht, dass das Spiel so einfach bleibt. Ich kann mir das vorstellen, dass es noch viel, viel komplizierter wird. Gibt es nachher wieder das kranke Spiel von gestern? Das war sehr lustig. Wer weiß, ob Flexi wants to play spielt. Ich würde gerne heute auch noch so Order aufnehmen. Ja, es kommt heute noch Emily wants to play. Ja, es war ja... Ihr wolltet es ja sehen und es war ja doch sehr belustigend. Und einige Leute haben ja doch Spaß gehabt, das zu sehen. Und natürlich spiele ich das heute nochmal, klar. Auf jeden Fall. So. Okay, hier haben wir schon mal einen Baum. Den müssen wir mit Leben befüllen. Da geht's weiter. Da oben können wir den von hier aus... Ah, das geht sogar. Okay. Also, ein Bäumelchen brauchen wir noch. Schauen wir mal. Geronimo! Boah, es wird wieder so mega warm. Mega warm hier drin. Military is helping to explore all these ruins through the soldiers piloting leaf suits. They call these soldiers pathfinders. Da ist ein anderer Baum. Ah, guck mal an. Every guy back home is gonna wanna go joyriding in a leaf suit. But until the military's project comes to a close, we're cut off from any contact outside the valley. I guess the world will have to wait just a bit longer to get their hands on these rides. Ich habe jetzt mal kurz gewartet, weil hier ein Medaillon ist. These medallions are said to be used to access an Mexican pyramid. Collect enough against the entries. Aha, das ist also für eine Art Pyramide, wenn man genug hat davon. Collect enough coins to again access through Cretan accident doorways. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Wir sammeln einfach mal alles ein. Geht das von hier aus? Hallo? Okay, von das geht das nicht. Von hier vielleicht? Na. Ich will da nicht runterfallen. Na, ich würde gerne den Baum, den... Hallo? Okay. Das war... Na! Ja, 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 ja. Water dangerous. Ist mir schon klar. So. Kann ich jetzt... Ich habe auch die falsche Taste gedrückt, muss ich sagen. Ich bin so ein Dem-Lack. Okay, ins Wasser sollten wir nicht springen. Das ist schon mal sehr geil.
Das ist sehr geil, die Vorfreude wächst. Ja, auf YouTube, wie gesagt, ist Folge 1 sogar mit ein paar Specials drin. Mit Zeitlupen-Modus und alles ist die Folge 1 von Emily Wants to Play schon draußen auf meinem Channel. Da sind auch so Zeitlupenbilder von meinen Gesichtern. Und ja, kleine Texteinblendungen kann man ja mal gucken. Folge 2 habe ich noch gar nicht geschnitten, das war gestern zu spät. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich Folge 1 fertig hatte. Ich muss mal gucken. Aber aufnehmen werde ich es trotzdem dann auch wieder heute. The falling momentum to break through cracked surfaces. Okay. Oh Gott. Das sieht aus, ob man das kaputt brechen könnte. Da muss man bestimmt runterspringen. Also vermute ich mal. Alter, 10 Zuschauer. Ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Und willkommen zu Valley. Einem... Ja, keine Ahnung, wie soll ich das Spiel definieren? Ich weiß es nicht. Es ist momentan so ein Parcours-Spiel mit Story, wo ich aber nicht viel zu der Story sagen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben hier so einen Anzug gefunden und ja, latschen jetzt hier durch den Valley, also durch den Wald und durch Ruinen und ich weiß nicht, worauf das Spiel noch hinausläuft. Ich jump mal rein. Yeah! Oh Gott. Da war gerade rechts was Blaues am Leuchten. Ich weiß nicht, was es... Ich glaube, da war eine Mücke. Scheiße. Das war gerade... Upala. Das war gerade rechts blau am Leuchten. Ich weiß nicht, ob man da hinspringen hätte müssen oder so. Merp. Merp. The journey begins. Habe ich gerade die Trophäe erhalten? Quest Upgrade. Continue search for a life seed. Okay. 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 Alles grün. Hier ist eine Treppe. Just what are these glowing orbs that everyone is making a fuss over? They're absolutely beautiful. They seem to grow randomly throughout the valley. I know nothing about them other than that they are indigenous to this valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. It's such a shame. I wish they would just let them be. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das draußen ein bisschen besser gefallen. Das wirkt so ein bisschen beklemmt wieder hier gerade. Aber gut, ich glaube nicht, dass es ein Horrorspiel ist. Man weiß ja nie, ne? Hallo? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Horrormäßiges kommt. Boah, wieder am Stampfen ist der Tom-Tom mit seinen Elefantenfüßen. Boah, geil. Alter. Also für ein Indie-Game... Susurus Valley? Huch. Was ist eine Treppe? Wieso rutsche ich da runter? Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Parcours noch viel, viel schwieriger wird. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um, ob wir vielleicht noch ein paar von den Kisten finden. Okay, hier sind die ganzen Orbs, aber wir haben... Ah, guck an. Aber wir haben ja genug von den Orbs, also die brauchen wir eigentlich nicht einsammeln. Aber ich schaue halt nach den Kisten, weil ich hätte gerne noch mehr Energiezellen. Weil ich denke mal, dass wir die noch viel, viel mehr brauchen werden später. Weil das wird wahrscheinlich nachher noch alles kombiniert werden, was wir da... Ah, guck an. Was wir da gelernt haben alles. Deswegen. Gibt es übrigens im Store für ca. 20 Euro. Könnt euch kaufen, könnt ihr selber spielen. Macht einen guten Eindruck bisher, muss ich sagen. Auch was grafisch angeht. Gut, ist, wie gesagt, ist ein Indie-Titel. Ist natürlich klar, ein paar grafische paar Einbüße hat es. Aber ich finde es trotzdem, Alter. Oh, die sind die kleinen wieder. Oh, die sind so süß. Die sind voll geil. Hallo. Hey, Alter, die können fliegen. Was? Ich will so einen für zu Hause haben. Hey, warte mal. Scheiß auf Minion. Grüne Gnome. Kleine grüne Gnomen-Dings-Bums-Dinger. Keine Ahnung. Die grünen Flitzer. Hey. Und die machen auch so lustige Geräusche. Boah, Alter. Aber trotzdem für ein Indie-Game sieht das schon mega aus. Auch mit der Sonne jetzt so.
Steht denn da hinten? Steht da Bambi? Ich glaube, da hinten steht Bambi. So. Ich will nur mal gucken, ne? Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich sollte rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Valley Heath. Ah, the leaf suit, quantum death, functionality allows the user to return alive after dying. Ah, schön. Das war wahrscheinlich jetzt auch Tutorial. Sonst hätte ich wahrscheinlich geschafft, natürlich, mit meinen Pro-Skills, natürlich. Haha. Oh Gott. Hey, Bambi. Build alive must be traded for life. The more you die, the more the valley will die around you until... It is fully detonated without enough life in the valley. You cannot be revived. Ach, ist ja krass. Wenn ich das richtig rauslese, je mehr du umbringst, also je mehr du Leben nimmst für deinen Anzug, desto mehr wird sterben um dich herum. Desto weniger wirst du... Alter, das ist ja mies. Deswegen, nee. Ich gebe auf jeden Fall life back. Boah, das ist ja geil. Alter, das kann ja heiter werden. Ich hoffe, das Spiel ist so ausgeglichen, dass man wirklich sagen kann, ich gehe eine komplette Runde nur mit Leben geben und eine Runde vielleicht irgendwann mit Leben nehmen. Aber ich will kein Leben nehmen. Will ich nicht. Will ich nicht. Will Bambi kein Leben nehmen. Ah, hübsche Brücke. Ja, kein Wunder, dass die nicht hält. Wenn die Maya so Kacke bauen. Oder wer auch immer das war, ich weiß es nicht. So. Da wären wir wieder in der Höhle. It's clear to me that the natives of the valley worshipped the giant tree here almost as a deity. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancients used to help grow it. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations, once every thousand years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed, said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Okay, wir müssen die Obelisten hier, diese... Huch, hallo? Die drei Obelisten müssen wir jetzt restarten. Ja, alles klar. Ist das eine Tür? Nein. Okay. Und dann wird wahrscheinlich hier irgendwie was passieren mit dem Baum. Der Baum des Lebens. Alter, was? Willst du mich verarschen? Boah, diese Musik jetzt dabei. Alter, geil. Lala. Boah, geil. Alter, ich liebe das Spiel jetzt schon. Soundtrack ist mega. Hallo Patrick, ich grüße dich. Ganz ehrlich, ich will hier gar nicht durchrennen. Ich finde das so schön gerade. Ist das ein Fahrstuhl da hinten? Was alles in der PlayStation steckt? Ja, Hammer. Und das für ein Indie-Game. Da können sich einige mal echt eine Scheibe von abschneiden. Und das sieht echt mega geil aus. Auch wenn, klar, so ein bisschen matschig zwischendurch einige Texturen. Aber es ist, Alter, alles ist... Uiuiui. Ach, da ist auch so ein Obelisk. Okay, wir müssen ja den, glaube ich, den und den restarten. Ich glaube, wir gehen mal zuerst zu dem. Alter. Soul M2, ich grüße dich erstmal auch. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hi erstmal, genau. Hi. Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu LPLS. Okay, wie kommen wir da hoch?
Ich feiere gerade den Soundtrack mega bei dem Spiel. Boah, ich feiere den Soundtrack, ist voll geil. Und irgendwie ist mir die Musik jetzt zu leise, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ich mach's mal wieder ein bisschen lauter. Ja. Ah, collect and use corn to open the... Ach so, 3 Stück, wir haben 4. Ist gar nicht laut. Ich hab gerade mal 2 Dinger lauter gemacht, das gibt's doch gar nicht. Okay, mal 1 runter. Krass. Oh, guck mal, die Süßen wieder. Die sind süß. Oh, die sind voll süß. Die kleinen süßen Dinger. Boah, geil. Alter Schwede. Was muss denn da machen? Ey, das ist so ein Parcours-Spiel. Das ist ein... Das... Ja, ist ja gut. Ja, jetzt hör mal auf zu quatschen. Oh. Das ist ein Parcours-Spiel. Du hast am Anfang so ein... Du bist irgendwo aufgewacht, tralala und so. Und dann hast du irgendwie so einen Anzug gefunden. Irgendwie so einen alten Militäranzug hier, den wir jetzt anhaben. So, wo du viel höher mit springen kannst und rennen kannst und tralala. Und wir müssen hier irgendwie... keine Ahnung, wo wir sind. Mit Story. Irgendwie ein Parcours-Spiel mit Story. Nur ist es komplett leider auf Englisch. Ah, mega. Ich glaube, das wird noch lustig mit dem Springen. Das sehe ich jetzt schon. Juhu. Eine Kiste. Also brauchen wir die auf jeden Fall, um Portale zu öffnen. So. Unsere Nüsschen. Ich habe keine Ahnung, warum wir da Nüsschen brauchen. Ich tue mal Nüsschen. Ein Nüsschen, um eine Tür zu öffnen. Wie süß. Voll niedlich. Und die kleinen grünen Freunde, die sind ja auch super. Die feiere ich. So, geil. Und das für ein Indie-Game, Leute. Also echt, da können sich echt mal die großen Publisher mal eine Scheibe von abschneiden. Was ist das denn hier? Huch. War ich nicht. Achso, das war... Achso, das ist schon der Ober... Achso. Guck mal, da eine Hand. Ach, das war schon der eine Obelisk. Ach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, das war schon einer. Boah, geil, Alter. Ich sag dazu gar nichts mehr. Es ist nachher... Meckern alle Zuschauer und sagen, du sagst so oft geil. Ist aber auch so, es sieht... Oh Gott, oh Gott. Boah, solche Füße hätte ich auch gerne. Huch. Okay. Er bleibt manchmal ein bisschen hängen. So wie ich auch immer. Manchmal rennt er schnell, manchmal nicht. Ich weiß nicht warum. Ob das so... Hallo, Lieschen. Ja! Entschuldigung. So. So, ja, ich nehme mal den hier. Oder? Nee, Quatsch, wir sind jetzt schon da hier gelaufen. Also nehme ich erstmal den Obelisk. So. Da gucken wir mal. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ob ich das auf YouTube hochlade. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist, dann bei YouTube zu sehen. Uah, bitte nicht ins Wasser. Hui. Da ist eine Kiste. Mit 9... Nee, mit Medaillon. Medaillon-Jong. Yeah. Boah, geil, guck mal. They seem to have coexisted with the mysterious forest sprites. I find loose hints of Mesoamerican civilizations, such as the Olmec, with their renowned colossal headstone sculptures dating back to 900 BC. Strangely, though, the Olmec civilization was much younger and located no less than 5,000 kilometers away from here. Ach, stimmt, das ist ja der Baum, ne? Der Baum wächst doch jetzt wahrscheinlich oder sowas. Irgendwie so, oh Gott, nein, ich will nicht ins Wasser fallen, auf keinen Fall. Hier gehe ich gemütlich runter.
Ich finde es irgendwie, das Spiel ist viel zu schade, um durchzurennen. Ganz ernsthaft. Okay. Oh Gott. Wasser sterben wir. Für die Leute, die es nicht wissen, die sich fragen, warum nicht Wasser? Weil der Anzug dann irgendwie... Okay, ich springe jetzt hier hin. Weil der Anzug dann nicht mehr funktioniert, den wir anhaben. So. Oh, warte mal. Guck mal einer an. Ah, lohnt sich also doch ein bisschen, sich umzusehen. Hier ist... nein, da will ich nicht runter. Vielleicht später, nicht jetzt. Oh Gott. Gream 63. Ist das richtig ausgesprochen? Gream? Ich glaube Gream, ne? 63. Oder? Greamy 63. Ich hoffe ja. Willkommen zur Let's Play Live Show. Bitte korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, dann probieren wir es nochmal. Also, warte mal. Ging es hier hinten noch irgendwo weiter? Ich schau mal eben. Ne, nicht, dass wir irgendwas... Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Hui. Hui. Ich bin He-Man. Wo ist denn... Guck mal, da ist ein Haus. Und ein Fahrstuhl, so wie ich mir schon dachte. Okay, da hinten müssen wir hin. Ich, boah, wie geil das einfach aussieht. Hammer. Entschuldigt bitte, wenn ich das so oft erwähne. Waren wir da oben schon? Da hinten ist übrigens eine Höhle, glaube ich, gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Vorhin im... vorhin im Augenwinkel. Aber ich glaube, da kommen wir so nicht hin, ne, oder? Da hinten, aber ich glaube... Nein. Ich schau mal eben. Wo geht's denn hier lang? Huch. Natürlich. Ernsthaft? Hallo. Weißt du, ganz ehrlich, den Mega-Anzug und kommt über so eine kleine Stufe nicht drüber. Okay. Wie gesagt, ein paar Bugs hat's, ne, also. Ah, ich sehe gerade, unsere Baumenergie links ist auch ein bisschen abgezogen. Die haben wir ja auch noch. Das ist wahrscheinlich unsere komplette Lebensenergie. So. Da 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 da. So, dann können wir mal gucken, dass wir hier den dritten Obelisten jetzt freischalten. Hallo Hase. Huch. Voll der Moonwalk-Hase, der slidet erstmal nach rechts. Hallo, meine kleinen Freunde. So. Piu. Ich habe ihn nicht erschossen, ne? Also nicht, dass Greenpeace wieder anruft. Yeah! So. Da müssen wir hin. Die Frage ist nur, wie? Ich hoffe... Ja. Nein, ich glaube nicht hier. Ich glaube nicht hier lang. Oder?